So, damit seid grüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Stream. Wir spielen heute im Halloween Special mit Evil Within. Ja. Ich glaube, ich starte einfach mal gleich los, damit wir es hinter uns haben. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Gut. Starten wir direkt rein. Na, ich bin zu hören. Hoffentlich. Jo. Tu es mir heute an. Evil Within. Und würdest du mal starten? Stunden später. Ja. Kann gerne noch ein bisschen brauchen. Ich bin da, hab's nicht eilig. Alternativ können wir auch andere Sachen spielen. Es muss jetzt nicht so dringend. Wir können auch gegen Nightmares 2 noch einmal spielen. Ja, wenn sich live im Stream Programm aufhängen. Das ist großartig. Im Browser liegt es nicht, da ist nichts. Na komm. Big Games nochmal neu starten. Gut, spielen wir was anderes. Eine Ewigkeit später. Schauen wir uns das hier erstmal an. Gehen wir jetzt zu Bramble. Gerade zu Halloween könnte das ganz gut sein. Wenn wir das Hauptspiel besessen würden. Besitzen würden. Wäre das fantastisch. Deutsch. Ja. So, dann würde ich mal sagen, willkommen zu einem neuen Netztest. Wir spielen Bramble the Mountain King. Gamepad empfohlen, ist nicht. Olle was comforted by the morning sun. He had survived the night, but just barely.
At least he had found the stone again. Wir sterben das erste Mal. Ein Troll wurde zu Stein verwandelt. Muss man hier ein bisschen Amodio. Ein bisschen Laser hier. Hier sind aber viele Pollen. Hoffen wir, dass der Liebe keine Pollenallergie hat. Wundervolle Landschaft. Oh, ein Zwerg. Ein Gartengnom. Wie Taxi. Gehen wir erstmal angeln. Achso, nee, das ist die Wohnung für den Igel. Lang. Wo müssen wir lang? Granby ist ein großartiges Spiel. Muss ich mir eigentlich immer auf die Steam-Wunschliste setzen. Sollen wir das mal irgendwann mal spielen? Ich habe keinen Plan, wo wir lang müssen, aber. Okay. Ein Buch vielleicht. Ja. Das Wasser geht es auch nicht, oder kann der schwimmen? Der Igel. Ich bezweifle es ganz ernsthaft. Oh, doch. Der Igel kann schwimmen. Ich sehe das Gewässer. Dürft uns ein Frosch davon. Noch ist alles ziemlich idyllisch. Wird nachher aber noch ziemlich düster.
Geht dann noch zu Fuß weiter. Okay, mit dem Stein können wir nicht drüber klettern. Menschen. So, uns einfangen. Gesundheit. Wenn wir die vielleicht alle zu ihm jagen. Wenn die Pollen gezählt wird. Ah. Genau so. Oh. Man macht ja nicht genug. Was ist los? Jetzt bringen wir den mal wieder nach Hause zurück. Sobald wir herausgefunden haben, wie. Wahrscheinlich durchs Wasser. Einmal hinauf. Familie wieder vereint. Oha. So ein bisschen rutschen. Da, ich habe doch gesagt, es wird düster. Schon sind wir in der dunklen Höhle. Oha! Gleich mal in den Tod springen. Da ist was los unten.
ähnliche Störung wie bei den Nightmares. So, wo geht's jetzt hin? Darüber vielleicht. Kann ich das erreichen? Ja, kann ich. Oh nein. Na gut. Die Geräusche. Oh nein. Kein Meter weit komme ich. Wie stören die hier so? Ach, Schande. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss nach oben, aber... Au. Nein. Na komm. Hier rüber jetzt. Knappe Sache. Bisschen springen wäre mal gut gewesen. Im Käfig werden Kinder festgehalten. Das war nicht. Oh oh. Ich glaube nicht, dass das ein Kind ist. Was da drum ist. Ein Monsterkind. Maximal. So, hier jetzt weiter. Großes Wesen spielt Musik für kleine Wesen. The Mountain King. Man kennt das Lied. Ein Fluch. Und zum Tanzen zwingt. So nicht.
müssen wir die Blätter drüber. So leicht sind wir. Uah. Durch den dicken Sumpf. Und weiter geht's. Aua. Durch die Hexe. Und Wasserfee. Noch darf ich mich dann in den Nightmesser nutzen. Das ist mit sonst DLC unter 1. Gab's doch dieses Monster. Mit so Uni gab's da wieder. Durchs Wasser. Das war zu voreilig. Stream hat wieder 2 Minuten Delay. So wird das nix. Ja, ein bisschen mehr. Wer ist lang gegangen? Da drüben. Wieder am selben Platz. Mello. Ich muss das was doch schon seicht sein. Na komm. Weg mit dir. Ich verlustigste dich nicht. Es ist der Raum, muss nicht immer. Warum muss nicht immer im düsteren Dunkeln bei der Nacht sein? Es geht auch hier. Eine wunderschöne Landschaft am Tag. Das erfordert nicht unbedingt die Nachtumgebung. Plus 6 kann uns auch am Tag verfolgen. Oh nein. Shift. Ah, wir müssen uns hier verstecken hinter den. Verstehe.
uns den Stein verstecken? Nein, können wir nicht. So nicht. Auch hier kriege ich wieder den Madness Flashbacks. Da hoch können wir nicht. Komm. Nein. Zwischendurch drin halten oder wahrscheinlich nicht. Das war zu spät. Ah, soll ich doch. Der Baum. Okay, so nicht. Noch ein anderer Fels. Aber da geht's dann wieder nicht. Ah, nicht dunkler. Da nicht reinplumpsen. Au. Nein! So hier. Was? Ich war doch hinterm Stein. Das geht jetzt nicht. Ja, das war meine Schuld. Das haben wir natürlich nicht geschafft. Der Baum.
Da waren noch die Steine im Weg, oder nicht? Mann. So nämlich. Nein! Was machst du denn? Oha. So wieder in einer Höhle. Ist auch nicht ganz so dunkel wie die letzte. Ach du Schande! Daneben ist auch vorbei. Oh oh. Oh nein. Das ist unser Ende. End of Demo. Thanks for playing. Ja, haben wir es durchgespielt. Die Demo. Die Bramble. The Mountain King. Und von Neckens Teich. Ja, schönes Spiel. Muss mir endlich mal beschlüsseln. €17,99, ja. Ist gerade sogar im Sale. Kann man mal gucken. Vielleicht spiele ich das irgendwann mal. Finde ich gar nicht so übel. Dark Pictures Anthologie. Muss noch runterladen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ziemlich von dem Internet. Ah, ja, 60% gleich. Das Inside können wir noch spielen. Vielleicht ist bis dahin dann die Evil Within.
installiert. Können wir es vielleicht spielen? Und wenn nicht, dann da müssen wir gucken, ob wir was anderes spielen. Ob wir hier noch mit Demos den Arm voll kriegen. Okay, ich starte mal rein in Inside. Spielen wir das noch ein bisschen. Danach mache ich vielleicht eine kurze Pause. In der Pause kann zumindest mal kann ich die nächste Demo installieren. Die nächsten ein oder zwei Demos. Dann ist die Evil 5 vielleicht auch schon fertig geladen. Dann schaffen wir es vielleicht noch ein Stündchen reinzukommen. Da anderthalb. Zwar schade, dass wir es nicht ein ganzes Stream können, aber so zumindest mal bisschen reinschnuppern. Na, wir stellen mit den Pfeiltasten. Wenn es gar nicht geht, machen wir einen Demo-Spielabend. Groß ist dies großer Spielabend. Man of Medan, das ging doch auch nicht so schlecht. Okay, sind wir einfach mal Stachelzaun drüber geklettert. Hat zu wenig gejuckt. Passiert irgendwas im Hintergrund? Oha. Und hier werden wir gefangen. Ich will es gar nicht aussprechen, was ich da vermute. Was da gerade passiert ist. Okay, wir müssen noch ein bisschen sneaky. Nein, hier ist nichts. Okay, da kommen wir so nicht hoch. Wenn es mal die Störung gehabt würde. Den Kühlschrank benutzen, um da hoch zu klettern, aber was auch immer das ist. Ich kann ja hier nicht. Das kann ich doch. Hoch, runter, rechts, links. Helfen. Springen Leertaste.
Okay, so kenne ich zumindest die Steuerung. Ah, okay. WASD kann ich nicht vernünftig spielen. Scheitere trotzdem daran, zurückzukommen. Und merkt es doch keiner. Verstehe schon. Aber wie? Und die Kiste wieder ziehen? Entdeckt. Der Hund kommt uns holen. Ach du Scheiße! Der traut sich Hund nicht zu springen. Wie sind wir eigentlich? Wir werden Story gibt es da keine. Von wem werden wir verfolgt? Warum werden wir verfolgt? Ein scheinbar kleines Kind. Oh, oh, schnell verstecken. Nein, hier war nix. Laufen voll mit jemandem davon. Leute haben schon mal Masken auf. Hier wollen wir uns nichts Gutes. Oh oh. Schießen denn nicht? Oh, er schießt. Ach du Schande. Immer so knapp. Wie lange können wir unter Wasser bleiben? Tote Schweine.
Autsch. Das muss weh getan haben. In Maisfeld. Okay, das hätten wir auch öffnen können. Kleine Mäuse. Die kommen nicht lang. Ja, komm, die kommen vielleicht hoch. Die sind keine Mäuse, das sind. Da Blüten aus. Kein Strom. Okay, was soll das uns helfen? Oh no. Das passiert nicht gerade wirklich, oder? Das ist grauenvoll. Nee, bleib zurück, bitte. Grauenhaft. Was, die werden da alle natürlich, die werden da hochgeschickt, damit sie mir helfen können, das unterzuschieben. Was auch sonst. Ich dachte schon, die werden hier verwurstet. Und weiter geht die Reise. Assassin's Creed mal anders. Thank you.
Wo sind wir eigentlich, hier auf dem Fabrikgelände oder? Wo sind wir gelandet? Ist das Tür noch da? Ach du Scheiße. Schwein hat Hunger. Was soll ich denn da machen? Na komm. Genau so. So nicht weiter. Oh, ein Schweinchen. Ah! Oh shit. Die Quälerei hier. Man muss jetzt. Was genau zu benutzen? Wir stellen die irgendwie. Sind uns jetzt was gemacht? Ich glaube, die müssen das ziehen. Da sind wir da draußen.
Weiterspielen, hier soll es enden, weiter mit dem Abenteuer. Lass uns noch weiter mit dem Abenteuer klicken. Kommen wir zur Steam-Seite, wo wir es kaufen können. Ja, ein bisschen verwirrend das Spiel. Gamble ist definitiv auf der Wunschliste drauf. Das werden wir spielen. Das war jetzt hier mal ganz nett. Für zwischendurch. Inside. Jetzt starten wir hier von vorne. Können wir das Spiel mal bitte beenden? Ist ja heute merkwürdig. Ah, fantastisch, technisch heute alles top. Nein, ich will es nicht wieder spielen. Können deinstallieren. Dann kann das jetzt mal runterladen. Wir finden es bei 94%. Okay, ich mache eine kurze Pause. Während der Pause werde ich dann, nee, nach der Pause versuchen wir mal nochmal Evil Within zu starten. Ansonsten spielen wir noch ein paar Demos hier. Ist gar nichts gut. Zum Glück bin ich immer vorbereitet und habe immer noch. Ich gehe ja nicht ohne einen Plan B und einen Plan C. Mindestens in den Stream rein, für einen Special Stream. Wäre ich ja blöd, wenn ich da einen Special Stream mache und es da nicht, für den Fall, dass es nicht läuft, nicht was anderes vorhabe. So, schauen wir mal, was wir hier noch. Walking Dead, The Final Season, ich werde will jetzt halt nicht das letzte daraus spielen. Was kann man hiervon noch? Was können wir noch bringen? Oh wow, ist das Internet heute schlecht. Ein Neighbor 2? Auf keinen Fall. Joa. Ihr merkt es ja schon daran, wie ich hier, wenn ich hier hoch und runter scrolle. Und das hier Probleme macht.
Hier. Wir hätten jedoch Atomic Heart. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen heute, vor allem mit dem Internet. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht ohne sein. 42,1 GB, nee, das kriegen wir nicht mehr gedownloadet. Demo. Gut, ich würde mal sagen, ich hoffe ja immer noch, dass wir gleich die Evil Within spielen können. Gut, naja, ansonsten das hier vielleicht, mal schauen. Das lädt ja auch gerade sehr schwierig runter. Schauen wir mal. Kurze Pause, bis gleich. So. Das sieht doch gut aus. Okay, das sieht nicht gut aus. Wir versuchen es trotzdem. Lautstärke schon angepasst. Na dann versuchen wir es mal. Starten wir ein neues Spiel. Spielen wir noch ein Stündchen oder zwei. Anderthalb. Dieses Spiel. Mal schauen. Ja, spätestens 22 Uhr werde ich. Muss ich irgendwie Schluss machen. Spielschwierigkeit, Einsteiger überleben. Für die Schwachen und Ängstlichen automatisches Zielen standardmäßig eingeschaltet und es gibt mehr, etwas mehr Munition. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, oder? Genau, soweit. Kapitel 1 in Notruf. Einsatz 4 verstanden, Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, Einsatz 4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1-3-1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich, aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184, wir haben Probleme mit einem Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Thank you.
Ja, das sieht ja in der Hand aus. Was meint ihr dazu? Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Was soll da schon schief gehen? Ich habe allein einen Notruf. Und wir spielen ihn hier. Und machen uns auf den Weg hinein in die Nervenheilanstalt. Und von daher wieder rauskommen. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Na, fantastisch. Das ist nicht nur ein bisschen gut. Hast du das gehört? Richtiges Gemetzel ist hier passiert. Boah, also will ich gar nicht genau hingucken. Hier lebt noch jemand. Wo lebt jemand? Das ist ein wahres Wunder. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruvikus. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungs- Kann also mal wieder gerne reingegangen. Überwachungskameras. Ein Assassine. Was zur Hölle? Was? Ach du Schande. Das ist doch wohl sein Spoot. Oh oh. Nein, leuchtendes Messer. Da will ich gar nicht hingucken. Ach. Was wir wohl mit dem Messer machen müssen. Boah. Komm, das schaffen wir. Sehr durch dran. Jetzt sind wir nicht dumm und bringen uns
Schnell in Sicherheit. Ja, schon dabei. Scheiße, als ob das nicht Lärm gemacht hat. Okay, hier kommen wir nicht durch. Wir müssen nur an ihm vorbei. Der hat das denn nehmen? Ich will hier nichts nehmen. Ach, die Schlüssel. Gewöhnliche Schlüssel, ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Achso, hier sollen wir nicht lang. Ja gut. Das wäre dann unser erster Tod. Das ist wohl wieder raus. Schleichen wir uns mal hier durch. Da bin ich ganz übel von dem hier. Oh oh. Scheiße. Hat eine Kettensäge. Warum hat er eine Kettensäge? Oh nein. Pumpen dabei sich hier durch. Na komm. Rein hier. Boah. Das Blutbad. Na, lecker. Was da ganz schön viele Leute ermordet haben. Ausgenommen haben, wenn er diesen Tank hier vollblutten könnte. Es blutet, wie viele Leute hier wohl drin ist. Hier bin ich blind. Den Anfang habe ich mir schon mal mit der angeguckt. Vom Grund. Damit ich weiß, worauf ich mich. Also bis hier habe ich geguckt. Und ich weiß, worauf ich mich einlasse.
Vielleicht irgendwo unten im Pool. Okay, offensichtlich nicht. Dann werden wir irgendwo Heilung finden. Jetzt wird es ein kurzes Abenteuer. Ah, hier kommen wir durch. Gerade mal irgendwie das würde ich nicht klicken. Das lässt sich wahrscheinlich nicht gut einstellen. Liegt das am Gesundheitszustand des Protagonisten, aber das Bild, die Grafik ist ein bisschen wo geht's hier raus? Ein bisschen besser einstellen. Als ob der das weiß. Alte Notiz aus der Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Tank führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. Ist dann natürlich noch nicht alles. Und der Versuch hier rauszukommen scheitert so glorreich wie in Resident Evil. Ja, komm. Ein Schritt nach dem anderen. Nicht einen Schritt zu machen. So, dann bringen wir mal hier raus. Ach du Scheiße. Schrank. Kann mich hier nicht verstecken. Steuerung. Kein Mucks. Thank you.
haut ab. Ich höre ihn noch. Medizin hier. Medizin hier gesehen. Prüfe Alarmbereitschaft von Gegnern. Näher, ein Gegner befindet sich in der Nähe. Entdeckung, ein Gegner dich bemerkt. Wenn sich ein Gegner in der Nähe befindet, erscheint das Nähe-Symbol. Wenn sich ein Gegner entdeckt hat, erscheint das Entdeckungssymbol. Logisch. Durch, wir müssen genau dort durch. Außen herum wäre zu einfach. Er darf mich nicht sehen. Was kommt denn der jetzt hier lang? Geduld ist eine Tugend. Guck nicht in dem Schrank nach. Will ich mal noch ein bisschen warten. Nein! Versuch's jetzt mal hier durch. Rennen können wir noch nicht. Dank. Ja, der mich jetzt entdeckt. Das kann doch nicht wahr sein. Kontrollpunkt. Ist gut. Oh shit. Rollstühner. Das ist fatal. Na komm. Na komm. Na komm. Puh. Dem sind wir wohl erstmal entkommen. Find myself within.
Fester Softworks Presents. Tango Gameworks Production. Story von Itaru und Kyoga. Das wollten wir. The Evil Within. Das war erst die Vorgeschichte Prolog. Der wirklich üble Horror. Das kommt alles noch. Den Endboss, hier den wahrscheinlich ganz gekühlt hat. Ja, können wir nicht lang. Dann werden wir wahrscheinlich erst später noch erleben. Hier ist vielleicht keine so gute Idee. Oder doch. Aber was zur Hölle? Hey, wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Er wird doch gleich ausflippen. Zum Boss geht und Boss geht wieder her. Wir können nicht mehr zurück. Irgendwas reißt sich die Straße auf. Was zur Hölle ist das? Willkommen in Inception. Die Straßen bewegen sich. Was zur Hölle? Lass mich raten. Der nette Spieß ist, dass man hier durch die ganze Stadt, durch den ganzen. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten. Das ganze Chaos zurück zum. Die sind wohl alle tot. Naja, anstatt müssen. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Uh-oh. Gut. Fallen! Oh nein. Ich glaube, wir haben einen Fahrer verloren.
Kapitel 1 überlebt. Das war schon Kapitel 1. Na, zwei Speicherplätze brauchen wir jetzt nicht. Na, die anderen Kapitel werden aber... Das war jetzt das erste Kapitel, der Anfang von allem. Die anderen Kapitel... ...werden nicht ansatzweise so leicht. Ich habe gehört, das Spiel soll ziemlich heftig sein. Soll also von den Gegnern her wenig Munition. Und die Gegner stark wie Sau. Haben wir irgendwas? Ein Herz ziehen. Ich will mir wenig tun. Ein Leichen gefunden. Ein Leichen in der Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden im Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Ein bisschen Heilung. Ja, aber uns geht's immer noch ziemlich schlecht. Hallo? Sehr schlecht, wenn man so sagen will. Ach. Könnte man haben. Sind wir wahr? Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Oh weia. Was ist das für ein Zeichen? Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen... Ja, ich kann mal speichern. Können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren? Hier entlang, bitte. Ach, zukünftige Erinnerungen und so weiter, ja. Riecht wie Medizin. Wir speichern, indem wir uns eintragen. Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Soll mir das Sorgen machen, dass wir hier... Bitte, setzen Sie sich. ...auf einem Stuhl im leeren Raum sind. Eine Krankenschwester. Was soll das? Oh, okay, ja. Wir sollten Sorgen machen. Ganz große Sorgen. Es ist nur zu Ihrem Besten. Mit grünem G kannst du die Parameter einzelner Fertigkeiten verbessern. Eigentlich ist unser Skill. Bereich. Und die Punkte 100. 400. Autsch. So, sehen Sie schon viel besser. Lady, werde ich verrückt?
Wie kommen Sie rüber? Ich warte auf Sie. Ach du Schande. Wo war denn das gerade? Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Kidman, wo bist du? Connolly! Wie sind wir von dort, wo wir waren, hierher gekommen? Sind vor allem der Tod auch sonst. Ich weiß nicht, ob wir hier durch den Wald rennen sollten. Na, komm, wann dürfen wir? F. Mit F greifen wir an. Der Punkt oder Heilung? Je nach Punkten aus, die wir zur Verbesserung gebrauchen können. Von den Items sollten wir nichts verpassen. Keine Munition da so zurücklassen. Auch wenn wir den leichten Modus spielen und vielleicht ein bisschen mehr Munition haben. Sollten wir auf Munition achten. Hier wird uns schnell ausgehen. Na toll, wir sind im Kreis gerannt. Das war wieder typisch ich. Und hier muss denn wieder Bockwurst. Scheint es weiter zu gehen. Ist nicht. Hey! Das hätte ich nicht getan. Ich weiß nicht, was der. Irgendwie auf dem Monster ist. Vorsichtig. Ja, es ist wahrscheinlich ein Zombie. Connolly. 6 Schuss haben wir hier. Das gibt mir Resident Evil Vibes. Schon sehr viel Munition verschwendet. Mein Gott, Connolly. 6 Schuss hat man, jetzt haben wir noch 2. Die unverantwortlich mit der Munition um. Drei Schuss hätten gereicht. Anfänger. Anfängerklasse.
Deswegen spiele ich auf einen leichteren Modus. Wie nutzt man die Laterne? Achso, die haben wir am Gürtel. Tut weh! Tut weh! Wow! Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Verdammt nochmal. Nettes Teil und von den Schärfen. Gegenstand erhalten. Feinteile erhalten. Feinteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Und sie werden im Inventar verwendet. Qualenarmbrust. Wie kommen wir ins Inventar? Hier wieder sprinten. Das habe ich mir schon so gedacht. Streichhölzer benutzen. Nähere dich einem am Boden liegenden Gegner und drücke C, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Und Gegner anzünden können wir wahrscheinlich nicht. Aha, sollen wir hier mal üben. Damit das Kind am Arm anlockt oder was? Nehmen wir eine kleine Hütte. Ui. Tagebuch von Sebastian Castellanos, November 2004. Warum liegt das hier in der Hütte? Endlich habe ich mein Goethe-Abzeichen, Detective Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann es kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf hier möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Fabriken ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Durch die Spiegel ins Unterland. Was? Schon wieder hier? Wieder im Krankenhaus. Ich verliere den Verstand. Das sind wahrscheinlich die Safe Rooms, wo wir heilen und zielen können.
Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Können wir speichern? Geht es Ihnen nicht gut? Akzeptieren wir es einfach. Schauen wir mal, wie wir uns killen können. Lebensanzeige. Steigert das Maximum des Lebens der Lebensanzeige. Stufe 1, 110 auf Stufe 2. Maximale Sprintdauer. Nahkampfschaden. Spritzenwirkung. Plus 10. Wir haben doch genug, wenn wir das nicht machen. Scheinbar nicht. Waffen. Feuerrad können wir verbessern. Irgendwas in Zonen gerannt, dass wir das besser können. Und wieder zurück mit uns. Jetzt entlang. Sieht eher nach einer Sackgasse aus. Ein Heuhaufen. Das ist der Assassine nicht weit. Eine andere Hütte. Schleichangriffe. So können wir es verhindern, Munition zu verbrauchen. Sieht jemand? Aha, wir behindern das Klettern. Der Prinz. Wen haben wir denn hier? Hey, seid ihr hier aus der Gegend?
Ich habe keine Ahnung, wo... Gar nicht weiter. Das ist sehr widerlich. Natürlich automatisches Zielen. Muss zwei erhalten. Zielen, wenn du dich in einer bestimmten Entfernung zum Gegner befindest. Du visierst automatisch den nächsten Gegner vor dir an, solange du die Taste gedrückt hältst. Gut, bloß ohne Munition. Gut, jetzt haben wir keinen Schuss mehr. Das ist ein bisschen scheiße. Munition alle? Was nun? Streichhölzer. Irgendwo Munition hier. Spritze. Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritze ist unbekannt. Was stellt etwas Gesundheit wieder her? Ah ja. Munition. Hurra. Hier ist eine Falle. Sollten wir jetzt entschärfen und den Gärten oder den Gegner rein tapsen lassen. Sprachprobleme. Kann man den überhaupt erlegen? Die Typen. Erstmal nachladen. Dass er nicht nochmal aufsteht. Vielleicht kann ich den Sneak Attack ausprobieren. Ablenken. Das war nicht so erfolgreich. Ich glaube, der hat uns gesehen. Du hast da was im Kopf.
Munitionssparen ist wichtig. Ohne Fackel. Was können wir mit der Fackel machen? Jetzt nur laufen und Fackel machen. Oh oh. Bärenfalle zu schärfen. Ah, diese Bärenfalle. Nein. Autsch. Das war nicht so gut. Unser zweiter Tod. Okay, die Sneaker hat wird nichts. Diesen Göttert wird was. Eventuell. Nein, wird nichts. Viel zu viel Munition verschwendet. Munition alle? Was? Warum? Bleibt doch 6. 6 Schuss hab ich. Das war ja Meisterklasse. Warum krieg ich nicht mit dem Messer? Oh Gott. Und kann ich nicht messern? Gehen wir mal von der anderen Seite hin. Was sollen wir hier verbrennen? Strohballen. Oh no. Was mit der Fackel? Ihn reinschleichen können. Bleib liegen. Oh, du auch noch.
Verbrennen könnte hier keinen mehr. Oh, Munition. Nehme ich. Ah, hier wird die Falle. Erfahrungspunkte einsammeln. Okay, wo sind wir gelandet? Auch ran schärfen. Was mit unserem Inventar? Wie können wir darauf zugreifen? Und wir sind im Kreis gelaufen. Na. Hier nicht reinlatschen. Warum denn? Ich wollte ihn schärfen, Mann. Den Schritt zu nah dran. Schon wieder halbiert. Oh nö! Sind wir wieder hier. Herzlichen Glückwunsch. Das Spiel wird noch sehr frustrierend. So viel zur Schleichattacke. Das nennt man Munitionsverschwendung. Vielleicht können wir dem einen einen Kopf werfen. Oh! Die Bärenfalle. Tödlich. In der Situation. Na komm du her. Tritt in eine andere Falle.
noch mindestens einen von dem. Munition gibt es jetzt keine mehr. Gab es beim letzten Mal so viel. Warum war das denn ein Fehlschuss? Na bitte, Guido. Munition hier. Oder die Hellspurz, die wir schon mal gefunden haben. Ich glaube, das ist random verstreut hier. Uh oh. Oh nein. So wird das nichts. Treffen müsste man. Munition alle? Das ist scheiße. Muss Munition finden. Oder die irgendwie sneaky angreifen. Bärenpfanne. Doch gleich. Damit so viel zum Schleichangriff. Komm, außer Sicht geraten. Okay, wie komme ich den jetzt? Hinten bleiben. Ich kann nicht hobeln. Muss doch was bringen, dass ich die dahinter gelockt habe. Sehr schön. Check the coins. Werden wir jetzt immer angeschossen sein? Alles gut. Wir müssen rumpeln. Angeschossen trifft es vielleicht nicht ganz, aber. Oh mein Gott. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Ich bin gar nicht hier. Sagt, ich bin nicht hier. Ich habe keine Munition. Scheiße. Nicht anwesend. Bin ungefähr genauso langsam wie die. Mein Humpelbein.
Gott verdammt! Den meisten Gegnern kann man noch irgendwie durch. Durch davon rennen, das kommen. Ich habe zwei überlebt. Es muss wohl einige Kapitel geben hier. Wenn wir jetzt schon in Kapitel 3 sind. Klaue der Horde. Klauen der Horde. Ah ja. Okay, das ist keine Kiste. Okay, Munition. Möchtest du gesehen hier hochkommen? Mach den Weg frei. Der Wind hat die Tür aufgemacht. Na, fantastisch. Kein Weg mehr zurück. Aber wir will denn noch zurück? Wir wollen hier wohl hier rein. Die Türen. Oh. Au. Ich will mich heilen. Inventar öffnen, V drücken. Schon besser. Ach du Schande. Das hätte übel ausgehen können. Okay, hier durch können wir nicht. Ha!
mehr Munition. Oh, eine Axt. Nehme ich gern. Verstecken. Streich wird es auch sehr wichtig. Was sehen wir da? Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen. Nein, doch, überlebt. Aber kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Leise muss ja einiges gehen. Zerbricht nur. Die Kiste. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich das sind auch. Zu viele. Die sind hier überall. Gehen wir nicht auf einmal. Leslie ging durch dieses Tor. Seiten. Du hast irgendeinen Raketenwerfer, oder? Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen. Das heißt, ich muss sie weglocken. Eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Interessantes Scheintor. Wart kurz. Nicht erst würde ich gerne benutzen. Hier drüben! Hier! Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Was macht denn der da? Bin noch gleich unten. Der Alte geht dabei noch drauf. Wie soll ich so schnell zu ihm runterkommen? Der Alte geht dabei noch drauf. Kann ich von oben aus erschießen. Wie soll ich so schnell runterkommen? Ich habe gar keinen Plan. Im Faustkampf geht's halt auch. Yeah.
Wie kommen wir jetzt hier runter? Streichhölzer. Da ist es bestimmt schon tot. Kannst mal ein bisschen weniger schleichen. Wo ist denn das verdammte Tor? Scheiße, ich brauche Deckung. Also der hat ein Gewehr. Autsch. Jetzt habe ich ein Gewehr. Oder auch nicht. Da sind aber viele auf einmal. Ihr habt doch ein Gewehr, warum kann ich das nicht nehmen? Sekunde, das ist doch nicht wahr. Habe ich nicht eine Axt in der Hand? Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Fantastisch. Jetzt müssen wir so Kettensägen erfinden. Ist ja nicht gesagt, dass wir die Waffe auch kriegen. Na, ein Spritzer. Munition. Oh oh. Leg dich wieder hin. Verbrennt er dich nicht. Oh nein, ich dachte, wäre schon. Granate. Diese Stielhandgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie um Privatbesitz gelangen konnte. Maus 20 hier in eins werfen. Mach mal kurz. Diesen hier.
gucken, wo ist der nächste Gegner. Oh. Hätten sie Gegner. So nicht. Triff doch mal mit der Granate. Das waren wir. Ich hoffe, es gab hier einen Checkpoint. Ich kann ihn anzünden, den Gegner. Ich glaube es zwar nicht, aber... Okay. Das hat ihn nur bedingt aufgehalten. Geht denn der noch? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wie kriege ich, wie soll ich den denn hinkriegen? Und was soll denn der Scheiß? Ja, wir können den anzünden, aber... Klettern wir da mal hoch. Hier kam noch ein anderer Gegner. Den wir mal anstecken. Geh mal hoch. Hier haben wir einen Hammer, den wir nicht benutzen können. Ach du Scheiße, der kann klettern. Nicht hoch! Nicht hoch! Was machst du denn? Wenn ich das Gewehr bekommen hätte. Ich hätte gehofft, da mehrere einzustecken, aber... Scheinbar ja doch nicht. Laute Geräusche. Ja, das ist gerade mein geringstes Problem. Gehen wir den Tricksack, dann werden wir den los. Ich muss den Kerl schnell erledigen. Aber wie? Nur daraus kein Molotow-Cocktail machen können. Au.
Den Hand habe ich auch nicht dabei, oder was? Was soll denn der schleichen jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie wir den ausschalten. Können wir den ins Scheunentor locken? Zu viele hier auf einmal. Sneak-Attack können wir komplett vergessen. Gibt es hier vielleicht irgendeine Waffe, die wir. Mehr Munition. Und mehr Munition hier, das gut ist. Wir kommen hier rein. Scheint dich dir kaum zu verletzen. Zur Hölle. Was können wir gegen den machen? Können wir den hier reinlocken? Das löst ja auch nicht mehr aus. Eine zum Wert ein Gewehr, aber das ist aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund haben wir das nicht gekriegt. Lass dir Zeit. Ja, ist genau der richtige Zeitpunkt für sowas. So eine knappe Sache. Mein Kopf. Irgendwo lag da ein Gewehr rum. Das können wir sicher mitnehmen. Haben Sie etwas vergessen? Immer speichern müsste ich mal. Was ein bisschen dumm ist, weil da draußen. Wir haben uns durch die Softlock, wenn wir jetzt wieder rauskommen, kommen wir aus dem Spiegel wieder raus und da haben wir den Typen wieder. Eine Waffenstufe. Feuerrate. Nachladegeschwindigkeit, das ist gut. Nicht schlecht. Genauigkeit ist auch keine schlechte Sache.
Blumen zugeliefert hier. Wo waren denn diese verdammte... So ein Gewehr, was wir nicht bekommen haben. Auf dem Balkon. Sofort dies Punkt. Granate. Jetzt noch mal hier hoch. Jetzt muss man mit der Granate nur noch treffen. Oh oh. Er wartet hier schon auf uns. Nee, das ist zu nah dran. Häng mir nicht so an den Fersen. Mit ein bisschen Heilung werden wir auch schneller als er. Alter! Ist ja direkt bei uns. Mit der Granate können wir bestimmt was ausrichten, aber... Sind wir an dem Punkt. Kapazität ist gut, Neuigkeit ist auch gut. Wait, er ist nicht hier. Sneaky, hier geht hier gar nichts. I'm stuck. Hier hätten wir irgendwo... Irgendwo auf einem Balkon. Die verdammte Waffe. Die Schrotflinte kriegen könnten. Das ist genau der richtige Moment, um eine Pause zu machen. Bis in dem Stress hier. Habe ich keine Orientierung. Und kein Plan, wo das war.
ob die Waffe da noch liegt. Ist da auch dahin gesagt. Voll. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh, wir liegen 2 Meter weiter. Da liegt der Oberkörper 2 Meter weiter. Da war sehr schlecht gespeichert hier. Na, einen Versuch mache ich heute noch. Danach ist hier. Das war wohl nix. Okay, versuchen wir irgendwo auf den Balkon hochzukommen. Das hier. Ne, hier war das nicht. Könnte schon, es war. Der Dachboden hat auf jeden Fall Zugang zum. Da gab es eine Treppe nach oben. Dieser war es nicht. Hallöchen. Diese hier eigentlich auch nicht. Der da drüben, oder? Zeit zum Sightseeing haben wir jetzt hier nicht wirklich. Wir sind wieder in der Scheune. Au. Wenn ich hier nach unten komme, bin ich hier liefert. Was ist mit dieser Statue? Ach, dieser Misere wieder. Nach unten, nach unten. Liegt doch jetzt bestimmt wieder die Waffe. Was sie nie hatten. Einen klaren Kopf bewahren bei der Situation hier. Weg ist es. Was haben wir mit einer verdammten Flasche? Das war in einem anderen Spielstand. Die einzige Treppe nach oben ist hier und dort drüben.
glaube, das war hier. Da liegt die Waffe hier noch rum? Natürlich nicht. Und die war mit dem Zombie verbrannt. Harpunenbolzen. Wir müssen nur wissen, wie wir sie benutzen. Jetzt fehlt uns eine Armbrust, um benutzen zu können. Okay, wenn wir ihn hierher bekämen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo was. Das ist doch Blödsinn. Und brauche die Kettensäge, um das Ding auszuschalten. Munition alle? Okay, jetzt hat ihn zum ersten Mal getroffen. Ich kann nicht mehr sprinten. Du kannst auch gehen, ich wollte ihn da reinlocken. Nicht gut, das wäre nochmal Triumph gewesen, den jetzt auszuschalten, aber. Ja, das wäre durch das Ende des dritten Kapitels gewesen. Aber gut. Das soll gut gewesen sein. Für den Endstream, dass wir das anprobieren. Werde ich bestimmt nicht weiterspielen. Von welchem keinen Plan haben, wie ich den Bosskampf hier schaffe. Ich muss die Mitwirkenden die Credits nochmal angucken. Vielleicht probiere ich irgendwann nochmal die Evil in 2 aus. Testen wir es mal irgendwann im Stream noch an, aber. Ja. Lass mal gut sein. Ja, ich verstehe den Spaß, den man daran haben kann. Aber nicht für mich. Ja, dieser Bosskampf hier. Naja. Da kommen noch mehr von der Soße. Müsste es sein. Jetzt zu Halloween war es mal gut, das mal angespielt zu haben. Kann man einmal machen zu Halloween. Nächstes Jahr dann zu Halloween. Teil 2. Oder so.
Ich weiß nicht, ob mir dieser Soundtrack würde mir safe geclaimed werden. Deswegen lassen wir es mal. Ja. So, na dann. Dann würde ich mal sagen, verlassen wir das ganze Rohr hier. Erst können wir jetzt auch mal bitte deinstallieren. Bin mir sicher, dass das nicht mehr spielen werde. Sag niemals nie, aber in manchen Fällen schon. Gut, ich würde mal sagen, ab in die Endcard. Dann gehen wir noch wohin. Irgendwo gibt es jetzt noch ein bisschen mehr Horror. Da können wir, könnte noch weiter gucken. Ja, Bill and God, Dublin Wait und Happy Halloween. Gut, na dann, willkommen in Land God. Ich mache euch noch meine sehr chillige Halloween Musik an. Und dann schauen wir mal, wo ich noch so hinreden kann. Zum Halloween. Ansonsten sehen wir uns am Freitag wieder. Mittwoch und Donnerstag, den Mittwoch-Stream lasse ich ausfallen. Dave the Diver fällt morgen aus. Dafür haben wir heute ein Halloween Special Abend gehabt. So, hier gibt es eine ganz schöne Auswahl an Horrorspielen. Da würde ich doch mal sagen, gehen wir jetzt mal zum Blondie rüber. Die spielt Resident Evil 7 Biohazard. Auch ein Spiel, was ich wahrscheinlich vielleicht irgendwann, wenn ich die Nerven dazu habe, aber erstmal nicht streamen werde. Teil 8 und Teil 2 und Teil 1 haben wir ganz kurz angefangen. Gab schon bei mir. Ja, Teil 7. Ist da eher nichts für mich? Na, für euch vielleicht. Ich schicke euch jetzt nochmal rüber zur Blondie. Up in Wait. Zur Blondie 0815. Und wir sehen uns am Freitag wieder.
zu einem spannenden Road 96 Mile Zero Stream. Da fangen wir ein neues Projekt an. Mile Zero wird gespielt. Das Prequel zu Road 96. So schaut's aus. Und Samstag gibt's mit Modi gemeinsam Craftopia. Wenn wir das beginnen. Sonntag dann wahrscheinlich nochmal Espresso Tycoon. So ist der Plan für die Woche. Na dann, ich sag danke fürs Mitgruseln. Und ja, noch ein paar letzte Stunden. Rest Happy Halloween. Ja, ich kann nicht mehr reden. Ich bin raus für heute. Seid gebusselt. Und ja. Ciao, ciao.